Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. Wonder. Wir stehen kurz vor der sechsten Welt. Aber erstmal warten noch zwei Level auf uns. Eins sieht wieder nach einem Rennparcours aus und eins nach einem Kampfturnier. Da gehe ich direkt in die sechste Welt? Ich weiß nicht. Schwierigkeit 4. Versuchen wir erstmal die Kampfarena. Gib ja ein Abzeichen, wenn wir es ja geschafft haben. Besiege alle Gegner. Ich nehme das hier und los geht's. So. 26 Sekunden. Okay, ich glaube die besten Zeiten kriege ich jetzt nicht mehr. Ja, ist dann wieder sowas, was ich auf Screen mache, um 100% zu erreichen. Ja, das war der letzte Kampfraum. 96 Sekunden, das geht wohl klar. Wir haben fast perfekt. So, Höllensprint. Höllensprint, nicht Höllensprint, obwohl. Ich glaube, hier benutze ich das mal mit den automatischen Superbills. Nee. Boah. Das mal vorher gewusst. Schon mal gut an. So, bisher geht's eigentlich ganz gut. Mist, kurz am Ende. Aber es ist machbar. Oh.
Aua. So. Dort noch einmal, also von daher. Ich lasse das nicht mal. Vielleicht brauche ich auch einfach einen anderen Charakter. Boing. Aber so schafft man das. Also schon mal nicht. Was ging? Wir haben es geschafft, wir haben das Rennen gewonnen. Und anlässlich des Sieges hat uns Wickler sogar einen Wundersamen überlassen. So werden aus Rivalen Freunde. Rennen sind schon etwas Tolles. Muss ich jetzt das nur noch auf 100% kriegen, ne? Weil da ist noch kein Haken hinter. So, Magmatiefen. Endlich in der letzten Welt angekommen. Hey, so viel Lava finde ich super. Aber es ist bestimmt schon langweilig, davon nur rumzusitzen und die Wunderkraft zu sammeln. Vielleicht schaffe ich es ja, dass die Lava in die Luft geht. Wie ein Feuerwerk. Das wird eben die Langeweile vertreiben. Wir haben es bis in die Magmatiefen geschafft. Der Wald und das Magma erstrecken sich bis tief in den Untergrund. Es gibt hier einige Forscherpublins, die diesen faszinierenden Ort eingehend studieren. Wir sollten den Observatoren einen Besuch abstatten. Vielleicht weiß man dort etwas über den Königssamen. Ich kann heute auch nicht mal lesen. Wobei das auch nichts Neues ist, ne? Magmatiefen. Observatorium 1.
Bitte am Griff ziehen. Ein Gas? Bitte am Griff ziehen. Und geschafft. Wow, easy level. Oh nein, Hilfe! Bitte, du musst uns helfen, Prinz Florian. In den Magmatiefen gehen merkwürdige Dinge vor sich, seit der Palast eingenommen wurde. Was für merkwürdige Dinge? Tja, das Magma wird heißer und heißer und immer heißer. Und durch die viele Hitze wundern die Ranken aus dem tiefen Dschungel jetzt... Wuchern die Ranken aus dem tiefen Dschungel jetzt überall. Wenn du mich fragst, befinden wir uns in erheblicher Gefahr. Ach, dieser elende Bowser Jr. macht wieder nichts als Ärger. Und bestimmt hat er auch den Königssamen bei sich im Palast. Prinz Florian, bitte, befreie den Palast und rette die Magmatiefen. Hier, nimm auch diesen Wundersamen mit, er soll dir Glück bringen. Easy GG. So, wuck ich das erstes an Reis zusammen. Rätsel der Items. Ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. Oder auch nicht. Das sieht so aus, als könnte man dort oben hin. Uff. Oh, ich komme nicht mal zu meinem Freund, weil dieser blöde Felsen den Weg blockiert. Normalerweise würde ich ihn einfach zertrümmern, aber im Moment bin ich einfach zu schlapp dafür. Wenn ich doch nur einige Blumenmützen hätte, dann wäre ich schnell wieder fit. Oh ja, ich spüre, wie die Kraft in mir erblüht. Das habe ich gebraucht und jetzt? Hurra! Und die Kraft ist wieder weg. Jetzt fühle ich mich wieder schlapp. Wenigstens ist der Fels jetzt weg. Jetzt komme ich wieder zu meinem Freund. Puh. Geh ruhig weiter. Magmatiefen Observatorium 2. Prinz Florian, wie hast du dir nur einen Weg durch den Ranken gebahnt? Die wuchern mittlerweile überall. Da hast du völlig recht. Man sieht das bald vor Augen nicht mehr. Wir hätten uns fast verlaufen. Die wuchernden Ranken überall und mit dem Magma stimmt auch etwas nicht. Was ist nur plötzlich los? Aber ich habe etwas gefunden, das ich in den Ranken verfangen hatte. Es soll dir gehören. Bitte, unternimm doch etwas gegen diese wuchernden Ranken. Finde ich super. Ja, finde ich auch yippie. So, dann machen wir doch jetzt erstmal das hier. Schwebehochsprung 2. Let's go. Im Abzeichentest verlierst du keine Versuche. No. Nein, kann ich nicht. Kann es doch. Ja, das ist gut. Oh, das war ja easy. Mit einem Fehllauf?
Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Nein, danke. Verlaufen, wenn du nicht mehr weiter weißt, wo du gerade bist, drücke in den magmativen L, um dir die Karte anzusehen. Oder kannst du mit A einen Level auswählen und dich direkt zu dem bringen lassen. Das muss ich machen. Gut. Reißt zusammen. Ja, aber wir haben jetzt schon 16 Minuten gleich voll, deswegen würde ich mal sagen, gehe ich hier einmal raus. Werde jetzt offscreen einmal den Kampfturnier auf 100% machen und dann sehen wir uns Mittwoch wieder mit einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wanna. Bis dahin, tüdelü.